Es war für meinen Vater selbstverständlich, dass er und meine Mutter nur im Konsum einkaufen gingen. Der Konsum war eine Organisation, die sich 1840 ungefähr gebildet hatte, um den Arbeitern billigere Lebensmittel zu besorgen. Die Konsumgenossenschaft war ein Betrieb, bei dem man eigentlich alles bekam. Ich hätte gerne beim Konsum angefangen, aber leider hatte mein Vater wohl das verkehrte Parteibuch, obwohl er gar keins hatte. Denn eine Schulkollegin, die Prüfung nicht bestanden hatte, kam dorthin und ich nicht. Und dadurch sind meine Eltern nicht mehr im Konsum gewesen, obwohl der Konsum eigentlich für sie die richtige Einkaufsstelle war. Aber ich habe im 1930 im Lebensmittelgeschäft Rosen auf der Schalker Straße angefangen. Und natürlich mussten meine Eltern dann dort kaufen. Ich hatte das Glück, dass mein Chef wohl deutsch-national war, aber kein Nazi. Wir waren dort auch mit sehr vielen Verkäuferinnen und Lehrmädchen, sodass von mir niemand verlangte, dass ich Heil Hitler sagte. Ich habe in der Nazi-Zeit wohl noch kein Dutzend Mal Heil Hitler gesagt, nur wenn es gar nicht anders ging. Ich habe als junges Mädchen 1933 erlebt, dass man eine Putzmacherin von der damaligen König-Wilhelm-Straße, der heutigen Kurt-Schumacher-Straße, mit ihrem jüdischen Verlobten durch die Straßen führte. Ich habe es von Weitem gesehen und ich hörte, wie die SA-Leute schrien, die Leute sollten die beiden anspucken. Und ich muss gestehen, sie taten es. Die Frau hatte ein Schild um, ich Sau habe mit einem Juden geschlafen, und er hatte ein Plakat um, ich Schwein habe eine deutsche Frau vergewaltigt. Diese beiden Menschen standen kurz vor ihrer Hochzeit. Viele meiner Freunde sind 1933 verhaftet worden. Wenn man überlegt, dass in Gelsenkirchen in dem ersten halben Jahr ungefähr 800 Personen, von denen ich weiß, verhaftet waren und die dann bei den Nazis auch nicht mehr als arbeitslos galten, dann kann man sich vorstellen, wie die Arbeitslosenzahlen reduziert wurden. Es waren noch mehr verhaftet, aber von allen habe ich nicht erfahren. Am 21. März machten die Nazis in allen Städten eine Demonstration. Und wer an der Seite stand und der Fahne nicht grüßte, der wurde in den Zug reingeholt und durchgeprügelt. Und er hatte Glück, wenn er daraus wieder rausgeworfen wurde, wenn er nicht gleich verhaftet war. Einer meiner Freunde, Erich Lange, der bis 1932 Mitglied der SS war, aber dann zum Kampfbund gegen den Faschismus übergetreten ist, ist in der Nacht erschlagen, erschossen, zertreten worden. Wenn ich das so sage, dann klingt es vielleicht ein bisschen hoch, aber es ist die Wahrheit. Es ist der einzige Tote, den wir noch sehen konnten. Er hatte auf der Wange den Stiefelabdruck eines SS-Stiefels. Und dadurch ist er noch getreten worden, als er noch schon tot war. Als der Erich Lange beerdigt wurde, sprach ein Pastor. Auf dem Weg zum Hessler Friedhof standen hunderte von SA-Leuten. Wir sind trotzdem zum Grab gegangen. Und der Pastor, seine Abschiedsworte waren, Jesus ist für die Menschheit gestorben. Dieser Mann, er starb für euch. Später haben wir oft das Grab von Erich Lange besucht. Leider hört man heute nichts mehr davon. Im August 1933 hat man den ehemaligen Redakteur des Ruhr-Echos, der Kommunistischen Zeitung, im Gerichtsgefängnis erschlagen. Zu der Zeit war mein späterer Mann
auch schon verhaftet. Er wurde am 19. April verhaftet. Und diese Kameraden haben sich gemeldet, weil der Oskar Behrendt so geschrien hat. Und ihnen wurde gesagt, wenn sie nicht endlich den Mund halten, dann würden sie auch dorthin kommen. Oskar Behrendt ist in der Nacht gestorben. Er war blutig geschlagen, aber auch noch etwas anderes. Ein Kamerad hat meinem Mann seinen Namen genannt bei den Verhaftungen. Und als mein Mann ins Gefängnis kam, da sagte er, kannst du mir verzeihen, dass ich deinen Namen genannt habe? Da sagte mein Mann, Gustav, du brauchtest dich für mich nicht totschlagen lassen. Und Gustav antwortete, wenn sie mich totgeschlagen hätten, hätte ich deinen Namen nicht genannt. Und dann zog er sich aus und er war vom Kopf bis zu den Beinen blutig geschlagen. Und Gustav sagte, und das hat man mit mir auf Karfreitag gemacht.